Hallo und herzlich willkommen am Garmin-Stand hier auf der IFA 2016. Ich würde Ihnen ganz gerne einmal kurz die Garmin-Neuheiten und die Produktrange im Bereich Wearables zeigen. Und anfangen würde ich gerne mit dem VivoFit 3, unser Einsteiger-Activity-Tracker. Er zählt Schritte, er zeigt Ihnen verbrannte Kalorien und er motiviert Sie, sich immer einfach ein bisschen mehr zu bewegen. All die Daten, die Sie so sammeln, sehen Sie im Garmin Connect, dem Online-Portal, und so werden Sie jeden Tag ein bisschen besser. Das zweite Produkt, das ich kurz vorstellen möchte, ist die Vivo Move. Die Vivo Move ist im Prinzip auch ein einfacher Activity-Tracker, aber genau für denjenigen gemacht, der kein Plastikarmband am Arm haben möchte, der eben auf ein klassisches Uhrendesign steht und die Uhr auch dann wirklich jeden Tag tragen möchte. Ich habe nur zwei Anzeigen. Das eine ist mein Fortschrittsziel, das heißt, wie viele Schritte bin ich jeden Tag gelaufen. Und das zweite ist der Inaktivitätsalarm, der mich wiederum aufruft, mich mehr zu bewegen. Wer dann ein bisschen mehr möchte, der müsste bei der Vivo Smart HR gut aufgehoben sein. Das heißt, hier habe ich zusätzlich zu den klassischen Activity-Tracker-Funktionen noch Smart Notifications. Das heißt, ich bekomme auch meine WhatsApp angezeigt, sehe Facebook-Nachrichten oder auch einen Telefonanruf übermittelt. Weiteres Highlight ist der optische Sensor, den Sie am Handgelenk tragen. Das heißt, Sie sehen permanent Ihre Herzfrequenz und können auch diese überwachen. Das Produkt wird jetzt hier über ein Touchscreen bedient und somit sehr, sehr komfortabel. Wer seine Daten ein bisschen genauer möchte oder sportlicher schon unterwegs ist, greift zur Vivo Smart HR Plus. Hier ist dann auch ein GPS-Sensor integriert.